Hallo, Schlafsegmentierung, darum soll es heute gehen. Schlafsegmentierung ist einfach eine der allerbesten Übungen, die es überhaupt gibt, wenn man klarträumen lernen will, aber auch Traumerinnerung und andere Dinge erforschen oder verstärken will. Warum ist es so gut? Erstmal, was kann man mit Schlafsegmentierung alles erreichen? Schlafsegmentierung ist wirklich für die ganze Familie, Anfänger und Fortgeschrittene und Profis können irgendwas damit anfangen. Also wenn man überhaupt keine Traumerinnerung hat, dann kann man mittels Schlafsegmentierung, das heißt, wenn man nachts den Schlaf unterbricht, kurz und dann wieder weiterschläft oder auch lange, sich an mehr Träume erinnern. Und wenn man Klarträume will, dann kann man den Schlaf unterbrechen und jedes Mal, wenn man das tut, eine Technik durchführen, um Klarträume zu haben. Und ansonsten kann man Hypnagogien erforschen, den Einschlafprozess kennenlernen, die Schlafparalyse, wenn sie einem gefällt, erleben. Und ja, selbst Profis können mit der Schlafsegmentierung sehr viel erreichen, weil auch wenn man schon ziemlich viel Klarträume hat oder so, hat man vielleicht nicht unbedingt in jeder Schlafphase welche. Das heißt, man kann auch lernen, durch die Schlafsegmentierung verschiedene Schlafphasen kennenzulernen. Void-Erlebnisse machen, leichten Schlaf oder auch den Tiefschlaf bewusst miterleben oder zumindest Erinnerungen davon. Also ist die Bandbreite, was man für Schlaferlebnisse durch die Schlafsegmentierung besser erinnern kann und wo man auch mehr Luzidität hineinbringen kann. Diese Bandbreite ist enorm groß. Und ja, diese Schlafsegmentierung kann natürlich, wie schon gesagt, kombiniert werden mit jeglicher Klartraumübung. Das heißt, sie potenziert einfach alles, was man sowieso für Klarträume macht. Deswegen ist das so eine enorm hilfreiche Übung. Und deswegen möchte ich das euch jetzt irgendwie nahelegen. Ich rede jetzt erstmal über den Grund, warum die Schlafsegmentierung so mächtig ist. Und später in einem anderen Video wahrscheinlich, weil es jetzt schon etwas länger dauern könnte, spreche ich auch darüber, wie man Schlafsegmentierung machen kann, was es da für Möglichkeiten gibt. Jetzt nur ganz kurz, die klassischen Möglichkeiten sind schon das angesprochene, man schläft und wacht dann auf, bleibt eine gewisse Zeit lang, weiß ich nicht, 15 bis 45 Minuten, so wird das immer genannt, empfohlen, bleibt man dann wach und dann geht man wieder schlafen. Das macht man dann irgendwann mitten in der Nacht, so wenn die Hälfte oder zwei Drittel Schlaf rum sind. Ich habe keine Sonne im Gesicht. Warum habe ich keine Sonne im Gesicht? Ich will Sonne im Gesicht haben. Wollen wir Sonne im Gesicht? Schlafsegmentierung. Warum ist sie so schön? Weil man den Schlaf auf einmal bewusst miterlebt. Weil man nicht mehr schlafen geht und dann irgendwann wacht man auf und der ganze Schlaf war einfach nur so ein großer, dunkler Block, an den man sich schlimmstenfalls gar nicht erinnert oder bestenfalls ein paar Erinnerungen hat. Stattdessen durch die Schlafsegmentierung ist der Schlaf wirklich eine Unternehmung. Man steigt in den Schlafzug ein und hält manchmal an und steigt aus und schaut, wo man eigentlich hier so gelandet ist, was man bisher so alles erlebt hat, macht vielleicht ein paar Skizzen von dem, was man so gesehen hat und dann steigt man wieder ein. Und da kann man dann natürlich auch sich Ziele fassen. Was möchte ich jetzt weiterhin träumen und so. Und somit verändert sich das Verhältnis zum Schlaf durch die Segmentierung. Der ganze Schlaf wird bewusster. Also was man nicht nur träumt, sondern auch wie man sich im Schlaf gefühlt hat. Und diese ganzen verschiedenen Schlafphasen kann man kennenlernen, die alle sehr interessant sind, auch wenn es keine Träume sind. Vor allem kann man auch diesen Einschlafprozess kennenlernen oder wie funktioniert das Aufwachen? Wie funktioniert mein Geist, wenn ich total müde bin? Das ist auch ein sehr interessanter Punkt, weil gerade wenn man versucht, Schlafsegmentierung zu machen, also wenn man zum Beispiel dieses wohlbekannte Wake Back to Bed macht, aufwachen und später wieder weiterschlafen, viele Leute haben dann das Problem, dass sie nicht wirklich wach werden und sich einfach umdrehen und denken, ich habe keinen Bock, dieser scheiß Wecker, ich lass mich einfach schlafen. Und das ist ja auch eine interessante Erkenntnis. Da lernt man das Schlaf- oder Halbschlafbewusstsein kennen, weil dem sind andere Sachen wichtig.
Und dann lernt man ja die Sachen, die mir im Wachleben, so im Alltag wichtig sind. Zum Beispiel, wenn ich mir sage, ja, ich will schon klar träumen. Der dann sagt das Halbschlafbewusstsein, nee, fuck you, mir ist das überhaupt nicht wichtig. Und dann kann man sich damit auseinandersetzen, warum nicht? Oder wo ist die Diskrepanz? Ja. Oder man trickst sich natürlich einfach aus, aber ich finde das grundsätzlich sehr, sehr interessant festzustellen, wie funktioniert das Schlafen bei mir persönlich und wie passt das in meinen Alltag. Zum Beispiel, wie lange brauche ich zum Einschlafen? Wie funktioniert das Einschlafen bei mir? Was führt dazu, dass ich schneller einschlafe und zu welchen Uhrzeiten? Was sind so die Gründe, warum ich aufwache in der Nacht? So, und der ultimative Skill, den man dann eigentlich lernen kann, ist, dass man zu jedem beliebigen Zeitpunkt, mehr oder weniger beliebig, aufwachen lernen kann und auch wieder einschlafen lernen kann. Also man kann lernen, durch eben die Schlafsegmentierung, wenn man das konsequent anwendet, dass man öfter aufwacht, dass man zu bestimmten Zeitpunkten aufwacht, wenn man sich das vorgenommen hat, dass man einfach den Schlaf bewusster mitkriegt und dass man es auch lernt, schnell wieder einzuschlafen. Ja, und dieser ultimative Skill, das ist einfach etwas, was man als Klarträumer unbedingt gebrauchen kann. Leider eine Fähigkeit, die sehr schwer zu erlernen ist oder zumindest vielen schwer fällt. Aber nichtsdestotrotz lohnt es sich ziemlich, dass man es versucht und dass man zumindest so weit kommt, wie man eben es schafft. Weil, ja, wenn du bewusst oder sagen wir absichtlich zu einer bestimmten Zeit wach werden und auch zu einer bestimmten Zeit einschlafen kannst, dann steht dir als Klarträumer, glaube ich, alles offen. Dann ist es viel leichter zu wilden, dann ist es auch viel leichter, zum Beispiel ein Klartraum, der einfach abgebrochen ist, weil du jetzt erfrüht aufgewacht bist, dann einfach wieder fortzuführen, weil du sagst, ja, okay, ich wache gerade auf, aber ich lenke das mal um in ein falsches Erwachen. Oder ich bin zwar jetzt gerade schon so halb wach, aber ich mache einfach weiter. Ich gehe jetzt in den nächsten Traumabschnitt rein. Und das sind so Aufwachen und Einschlafen können. Das sind so Fähigkeiten. Ich meine, vielleicht kann man das nicht grundsätzlich zu jedem beliebigen Zeitpunkt timen, weil der Körper ist ja unterschiedlich. Je nach Biorhythmus, Zyklus ist das anders. Fakt ist ja, dass man nachts sowieso ständig aufwacht, aber es ist nur so ein halbes Aufwachen, so Halbschlaf, wo man sich einfach rumdreht. Eben die angesprochenen Biorhythmen, also im Schlaf gibt es ja eben diese Schlafzyklen, auch so ungefähr 90 Minuten, genauso wie das am Tag auch diese Aufmerksamkeitszyklen sind. Also das Ganze heißt ja Schlafsegmentierung, weil normalerweise, so im üblichen Fall von Leuten, die auch nicht wirklich sich mit Träumen beschäftigen, der Schlaf ein großer Block ist. Ein dunkler, schwarzer Block. Und der Wachzustand ist genauso ein Block, nur dass er ein bisschen größer ist. Und durch die Segmentierung schneidet man kleine Scheiben in diesen Block. Oder man sagt, er wird durchbombt durch das Wachbewusstsein. Infiltriert den Schlaf. Klingt böse, ist auch so. Nein. Aber es ist eigentlich die falsche Analogie zu sagen, das wird hier nur durch Schnitten, da kommen einzelne Spalten von Wachsein dazu, sondern es ist eher so, dass es sich wirklich wie so ein Aquarell, wo man hier so ein bisschen eine Farbe Aquarell hat und man malt Striche rein mit Aquarell. Dann vermischen sich die Farben durch das Wasser, ne? Das Gleiche passiert auch, wenn man den Schlaf zerteilt und wieder aufwacht, weil dieses Wachbewusstsein, was dann dazukommt, das ist ja nicht einfach nur genau das Gleiche wie im Alltag, sondern es ist etwas schläfriger zum Beispiel. Oder es beschäftigt sich mehr mit den Träumen. Also sagen wir, man wacht in der Nacht auf und ist dann vielleicht für 10, 15 Minuten wach und geht dann wieder schlafen. Das bewirkt, dass du in dieser Wachphase erst einmal von der Vergangenheit her, von dem, was gerade passiert ist, durchs Traumbewusstsein, durchs Schlafsbewusstsein beeinflusst wirst. Also das heißt, du hast die ganzen Träume im Kopf. Du hast noch dieses müde Gedankenwirrwarr vielleicht im Kopf. Dich beschäftigen andere Dinge, als wenn du irgendwann mitten am Tag 15 Minuten betrachtest. Und das heißt, von der Vergangenheit her beschäftigt sehr viel, was im Traum passiert ist, dein Wachbewusstsein. Und aber auch von der Zukunft. Das heißt, du gehst ja gleich wieder schlafen. Das heißt, sogar unbewusst, auch wenn du dich gar nicht jetzt noch mit Techniken und so beschäftigst,
weißt du, du gehst gleich wieder schlafen. Das heißt, du bist darauf ausgerichtet. Du hast jetzt keine, außer du hast vielleicht Zwangsgedanken, aber ansonsten hast du keine Alltagsgedanken großartig im Kopf, sondern du beschäftigst dich auch unbewusst damit, dass es gleich wieder einen Schlafzustand geben wird. Und das bedeutet, dass eigentlich der ganze Schlafbewusstseinszustand sich auf den Wachheitsbewusstseinszustand in diesem Moment auswirkt. Sodass du es, naja, du hast Traumerinnerung, du beschäftigst dich damit, was du idealerweise, was du auch gerne gleich im Traum erleben möchtest, dass du jetzt im Klartraum haben willst oder was auch immer du im Klartraum tun willst oder dass du Hypnagogien betrachten willst. Gleichzeitig aber bewirkt natürlich auch dieser Moment des Wachseins, dass man, wenn man dann wieder schlafen geht, auch dadurch bewusst beeinflusst wird. Also wenn man jetzt in diesem Wachheitsmoment sehr bewusst wird, und das ist ja die Voraussetzung, du musst wirklich wach genug werden, dass dein Bewusstsein hochgefahren wird, dass du dich erinnerst, was möchte ich so eigentlich alles im Traum und im Schlaf erleben, und dass man dann die Ziele irgendwie umsetzt, also zum Beispiel eine Übung macht, mit Hypnagogien anschauen oder mit Suggestionen, Visualisierung, was auch immer man da so machen will, kritisches Bewusstsein. Und das wirkt sich dann direkt auf die nächste Schlafphase oder den nächsten Schlafzyklus aus. Das heißt, je mehr der Schlaf zertrennt ist in einzelne Stücke und mehr Wachphasen dazwischen sind, umso näher sind sich Schlaf- und Wachbewusstsein allgemein, weil man immer vom einen Zustand aus im Hinterkopf hat, gleich bin ich wieder im anderen Zustand. Außerdem eben war ich schon im anderen Zustand. Und die Erinnerungen von beiden Zuständen vermischen sich ebenso. Das heißt, es ist viel leichter, dass man sich an die Träume erinnert, es ist viel leichter, dass man sich vom Traum aus, aber auch ans Wachen erinnert. An das, was man sich eben gerade im Wachen vorgenommen hat oder was man sich suggeriert hat und vorgestellt hat. Und das, ja, das ist so der Grund, warum die Traumerinnerung ungemein verbessert wird und auch die Klarheit im Traum und auch in anderen Schlafphasen, wo man jetzt keine plastischen Träume hat. So, also diese ganzen Beispiele, die ich jetzt gebracht habe, die beziehen sich auf das klassische Schlafsegmentieren, also aufwachen und dann wieder weiter schlafen und nicht so lange wach sein, ein paar Minuten bis vielleicht eine Stunde oder so. Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten, dass man nicht nur den Schlaf mit Wachbewusstsein anreichert, sondern auch umgekehrt das Wachbewusstsein mit Schlaf- oder Traumbewusstsein anreichert. Dazu habe ich ja schon in anderen Videos teilweise was erzählt. Das ist dann zum Beispiel durch Kreativität, Meditation, Lucid Living, Traumyoga, aber auch durch eine Art der Schlafsegmentierung, durch das polyphasische Schlaf. Ja, polyphasisch, das bedeutet eben, man schläft nicht nur an diesem einen Block, sondern man unterteilt diesen auf den ganzen Tag, vielleicht in der Nacht. Das größte Stück, aber am restlichen Tag immer so 20 Minuten Stücke, drei oder vier, vielleicht auch nur zwei oder auch nur eins, aber auf jeden Fall hat man mehrere Schlafsegmente eben am Tag. Und das ist natürlich auch eine, das bedeutet natürlich, dass der Tag immer mal wieder unterbrochen wird und man hat dann plötzlich auch noch Schlafeinheiten drin, sodass man den ganzen Tag über immer wieder im Hinterkopf hat, gleich geht es wieder ins Traumland. Und das ist natürlich ein sehr guter Trigger, ein unbewusster Trigger, um zu wissen, dass man träumt. Und ganz genauso ist halt auch immer in dieser Schlafphase im Hinterkopf, gleich geht es wieder ins Wachbewusstsein. Alles in allem muss ich auch dazu sagen, dass Schlafsegmentierung eine Übung ist, die ultra leicht ist. Man kann natürlich auch andere Übungen machen für Klarträume und so, die sind jetzt auch nicht unbedingt schwer, aber man hat halt auch ultra leicht schon Erfolge. Es ist sehr leicht, das Bewusstsein für heraufzuholen mitten im Schlaf, weil man eben auch Hilfsmittel benutzen kann. Du kannst ja einfach einen Wecker stellen. Das ist zwar die schlechteste Methode, aber im härtesten Fall kannst du einfach einen Wecker stellen und dann bist du wach. Also wenn man es dann noch schafft, richtig wach zu werden, dann hat man das Bewusstsein hochgefahren. Es ist ungemein schwieriger, das im Traum zu erreichen, weil man im Traum nicht so diese Hilfsmittel hat. Klar, man kann ja auch mit externen Hilfsmitteln irgendwie Signale, zum Beispiel Töne, in den Traum schicken, aber die werden dann entweder eingebaut oder du wachst auf im schlimmsten Fall. Also da ist es schwieriger, davon einfach nur bewusst zu werden. So, der Abspannbaum ist gekommen. Das heißt,
Es gibt jetzt noch eine Zusammenfassung, was ich so erzählt habe, zur Schlafsegmentierung. Ich finde sie eine ultra gute Technik, weil sie unterstützt alle Techniken und sie ist wirklich für Anfänger, die überhaupt keine Traumerinnerung haben, gut. Für Fortgeschrittene, um Klarträume oder Hypnagogien zu steigern. Und auch für Profis, um jetzt zum Beispiel andere Schlafphasen, Tiefschlaf oder so, auch bewusst zu erleben. Ja, und ganz allgemein ist es so, dass du durch die Schlafsegmentierung einfach deinen Schlaf besser kennenlernst, das Aufwachen, das Einschlafen. Und im ultimativen Fall lernt man es auch nach Wunsch aufzuwachen und nach Wunsch einzuschlafen. Und das sind so, würde ich mal sagen, Grundskills, die wirklich, wirklich helfen, um besonders gut im Klartraum zu werden. Ja, und dann sprach ich noch darüber, dass es eben eine Durchmischung gibt zwischen Schlaf- und Wachbewusstsein durch die ständige Segmentierung und dass es deswegen leichter ist, sich vom einen Zustand an den anderen zu erinnern und dass es eigentlich das Grundprinzip ist, das hinter der Schlafsegmentierung steckt. Okay, dann sage ich Tschüss und wieder wie sonst auch verabschiede ich mich auch von allen Mitarbeitern.